Hallo, ich bin die Hanni. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich mache jetzt ein Aufgebraucht von der Degusta-Box vom Juni. Ich bin etwas spät dran. Ja, ihr Lieben, ne? Ich bin etwas spät dran. Normalerweise mache ich immer von dem letzten Monat davor immer, also eigentlich hätte ich schon im Juli machen müssen. Aber wie gesagt, Juli war sehr aufregend für mich. Ich habe einiges da erlebt. Mein Geburtstag war, ne? Und Urlaub und achtet auf. Und da habe ich nicht so die Zeit gehabt. Dann kommt das halt jetzt Anfang Juli, August. Wir sind ja schon im August. Und dann kommt halt vom Juli dann nochmal im August. Genau, das ist eine Geschichte, die ich hier mache. Ich mache gerne Revue aufgebraucht, was so in der Degusta-Box so drin war, ne? Ich kann dir ja gerne mal diese Degusta-Box hier, die ich unboxed habe, lasse ich dir mal hier oben im verlinke ich dir mal. Und wenn nicht, zum Schluss blende ich die eh nochmal ein. Und wir gucken uns mal an, was da so drin war, ne? Möchtest du deine erste Degusta-Box haben und du hast sie noch nicht, kannst du gerne meinen Code nutzen, den ich dir hier einblende, ne? Oder unten in der Infobox steht es dann auch nochmal. Und dann bekommst du die Degusta-Box für die Hälfte. Ich bezahle 15,99 €. Man hat dann hier so Markenprodukte drin, wo man jetzt vielleicht vorbeigehen würde, die man jetzt selber so nicht kauft, ne? Ich kaufe sowieso immer das Gleiche und das Gängige. Und die Sachen, die ich hier immer so in der Box habe, die würde ich mir niemals kaufen, ne? Aber ich sage immer gerne dazu, wie ich die Produkte so fand, was die so gemacht haben, ob sie mir geschmeckt haben. Und überwiegend manches behalte ich für mich. Und manche Sachen sind dabei, die ich jetzt nicht so mag. Die kriegt dann immer meine Mutti, ne? Und ich würde sagen, wir fangen da mal an. Juni-Box waren einige leckere Sachen dabei, aber es war auch was dabei, was jetzt nicht so mein Fall war. Ich arbeite mich dann immer hier durch die Liste durch, ne? Genau. Fangen wir an mit Finn Crisp. Oh, ich liebe diese Dinger. Finn Crisp Snacks, Sour Cream and Onion Tasty Rice Snacks. Ist eine gesündere Variante zu Chips, ne? Das sind halt so Brotchips, das sind Vollkornchips. Ich meine, die haben auch so ihre Kohlenhydrate, so ist es nicht, ne? Und Fett und alles, aber das sind Vollkornroggenchips mit Sauerrahm und Zwiebeln. Aroma. Richtig lecker. Die waren schon mal in der Degusta-Box. Manchmal wiederholen sich auch die Sachen, ne? Das ist so. Aber da bin ich nicht böse, wenn ich die mal drinne mit habe. Weil ich knapper gerne mal so Chips, ungesunde Chips, wie auch Brotchips. Aber wie gesagt, sollen ein bisschen gesünder sein. Aber Kohlenhydrate haben sie auch reichlich, ne? Aber die sind so lecker und die schmecken gut. Und die machen auch, ja, schon satt durch das Vollkommen. Top-Produkt. Daumen nach oben. Daumen nach oben mag ich sehr gerne. Und Sour Cream, Onion, das ist genauso. Und das ist halt genau mein Ding. Ne? Wir hatten schon mal mit Chili drin gehabt, die waren ein bisschen scharf. Es ging. Aber, und wenn man die dann noch dippt, so in irgendwas, lecker. Ja, könnte ich jetzt vielleicht nicht jeden Monat drin haben, aber können sie ruhig öfters reinmachen. Dann kommen wir zum Getränk. Fürslauer, schwarze Johannisbeere ohne Kalorien, ohne Zucker, mit Johannisbeergeschmack. Und es war, ja, wenn man viel Videos dreht, das ist jetzt mein viertes Video, was ich drehe. Na, da versagt dann irgendwann die Stimme. Ja, ich habe mir eigentlich da was zu trinken gestellt, das ist ganz schön weit weg. Das war mit Kohlensäure. War sehr erfrischend im Kühlschrank. Das ist eine Literflasche, ne? Auch wenn sie klein aussieht. Aber ich finde die immer so unhandlich. Also, ja, die 1-Liter-Flaschen sind dann wieder groß und schmal oder sind halt klein und dick. Und wirklich 1 Liter, ne? Das Pfand drauf wird natürlich weggebracht. Die schmeiße ich nicht weg. Ich stelle die mir gleich hier hin, ne? Und hat richtig lecker geschmeckt, war schön erfrischend im Geschmack, mega, gerade bei der Hitze, richtig toll. Ich bin jetzt nicht so der Johannisbeer-Geschmack-Fan, aber es ging durchaus klar. Top, Daumen nach oben, ne? Hat mir recht gut geschmeckt. Es gibt andere Geschmacksrichtungen, die ich lieber mag, aber es ging trotzdem ganz gut. Dann habe ich auch Produkte hier drin, die nicht mehr existieren. Rotkäppchen Weinzeit, genau. Rotkäppchen Weinzeit. Ne, Rosé, halbtrocken, das war so mit Himbeer, Erdbeer und ein Hauch Vanille. Oh, echt? Ich habe davon nichts abbekommen, glaube ich. Ich habe davon nichts getrunken. Mit der Frische einer Grapefruit. Ja, und das hatte ich mit zu meinem Geburtstag aufgetischt.
Und da haben sich dann die Mädels halt eine Weinschorle draus gemacht. Ob man das mit Rotwein macht, glaube ich nicht. Ich glaube, die meinten auch, ich glaube, mit Rotwein macht man keine, mit halbtrockenen Roséwein macht man nicht, ist ja nicht Rotwein, macht man, glaube ich, keine Weine, aber die haben es trotzdem gemacht. Ne? Sich so ja, ein bisschen gestreckt und so. Und ich glaube, die haben gesagt, dass das ganz gut geschmeckt hat. Okay, ne? Natürlich habe ich die Flasche nicht aufgehoben, weil ich im Garten von meiner besten Freundin meinen runden Geburtstag gefeiert habe. Und da dachte ich so, jetzt schleppst du die hier nicht mit den Müll, das ist Blödsinn, ne? Und ja, ne? Ich habe leider nichts davon probiert. Oder habe ich probiert? Nee, ich glaube, habe ich probiert? Ich bin mir nicht mehr sicher, Leute. Aber ich bin mir sicher, der hat bestimmt ganz gut geschmeckt. Ich hätte ihn probieren sollen mal. Naja, denn war auch, der existiert auch nicht mehr, vom Münsterland Barista Kaffee in vier leckeren Sorten. Eiskaffee, ne? Genau, und eine Sorte pro Box, also manchmal hat man denn alternativ, jeder hat, manche haben eine ganz andere Sorte in der Box, habe ich, existiert auch nicht mehr die Dose. Die habe ich nämlich mal mit auf Arbeit genommen für die Mittagspause und ich wollte den Müll nicht mit nach Hause schleppen, Leute, ne? Also das habe ich jetzt nicht gemacht und da habe ich sie denn da weggeschmissen. Es gab verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich hatte, glaube ich, Karamell. Und Meersalz. Genau die Sorte hatte ich gehabt. Es hätte auch geben können Espresso mit bester Milch, Latte Macchiato, Doppelschutt Espresso. Genau. Und ich hatte Karamell Coffee mit genau einer Prise Meersalz. Hat gut geschmeckt. Ja, habe ich jetzt so ein bisschen. Also so das Salz habe ich jetzt eigentlich nicht so rausgeschmeckt. Ne? Kann ich jetzt eigentlich auch nicht sagen. Aber. Es hat halt geschmeckt wie Eiskaffee. Und die Hani liebt Eiskaffee, war ein Top-Produkt auch noch. So, aber das würde ich mir nie kaufen. Ich hole mir immer die 1 Liter Eiskaffee-Butte, auch für 99 Cent. Und ja, da komme ich halt besser mit hin. Ne? Da habe ich dann ein bisschen länger was von. Denn kommen wir zum nächsten. Das war auch schon öfters mal mit in der Degusta-Box von Juice Bar, von der Marke Rauch. Früchtetee, Heidelbeer und Himbeer ohne Zuckerzusatz, echt gebrüht, 25% Frucht. Genau. Hibiskusgetränk mit Fruchtsaft aus Fruchtsaft kommen dran. Hat mir sehr gut geschmeckt. Also, ich mache auch so für mich kalten Tee, brühe ich auch gerne mal auf, ne? Im Sommer. Ne? Und also, aber die Sorte hat mir geschmeckt. Heidelbeer, Himbeer war lecker. Also, ich mag ja sowieso Himbeergeschmack, Heidelbeer jetzt nicht so. Aber da habe ich drüber hinweggesehen. 500 Milliliter sind drin, da gibt es auch natürlich Pfand drauf. Hat gut geschmeckt, schön kalt, ne? Stelle ich mir hier hin. Wie gesagt, wird weggebracht. Ich muss sagen, Daumen nach oben. Hat mir richtig gut geschmeckt. Es gab auch schon Sorten davon, die haben mir jetzt nicht so geschmeckt. Hatte ich auch schon gehabt. Ne? Es kommt doch mal drauf an, was man für eine Geschmacksrichtung drin hat. Dann kommen wir zu Zentes. Das fand ich so toll. Mit. Ne, das und ja, mit Korkdeckel, genau, der Deckel ist so aus Kork. Ich habe in dem Video gesagt, in dem wir Unboxing, der Deckel ist aus Holz. Dann habe ich andere Unboxings gesehen und die haben halt gesagt, der Deckel ist aus Kork. Da dachte ich so, ja klar, das ist Kork, ne? Und das war Produkt des Monats in der Box. Und andere hätten alternativ auch, ich hatte Aprikose, andere hätten Erdbeer drin gehabt, Erdbeer wäre mir lieber gewesen. Ich Hand jetzt Aprikose hat mir nicht so gut geschmeckt. Ich sag mal so, Daumen zur Seite. Erdbeer wäre mir lieber gewesen. Aber das Glas wird aufgehoben. Das bekommt meine Mutti, weil meine Mutti macht nämlich gerne selbstgemachte Marmelade. Ne? Und das bekommt dann meine Mutti weiter. Und ich finde auch, das Design hat man hier so ein Blatt oben. Ne? Ja, wie gesagt, mir wäre Erdbeer lieber gewesen. Dann war auch mit drinne von Tomi. Mediterranes Kräuterdressing mit aromatischen Kräutern und Meersalz. Richtig geil. Ich habe das schon mal probiert. Hier seht ihr, steht auch bei mir im Kühlschrank. In Salat mit rein. Es schmeckt richtig geil. Mir schmeckt es richtig gut. Also so sieht's aus, ne? Ja. Andere hätten auch mit Feige-Senf-Dressing gehabt. Das hätte ich auch gerne mal probiert. Aber im Nachhinein dachte ich so, das schmeckt so gut. Da bin ich jetzt nicht böse, dass ich die Sorte drin hatte. Mit Kräutern, Sonnenblumenöl und Meersalz. Obwohl es mit Feige. Feige hat eigentlich immer so einen Eigengeschmack. Da bin ich mir jetzt im Nachhinein nicht so sicher, ob es mir geschmeckt hätte. Aber ich mag halt so diese Senfsoße. Also dieses Senfdressing.
Nicht Senf, Senfsoße mag ich auch. Aber so dieses Senfdressing mag ich halt, ne? Ja, und ja, ne, das ist auch eine große Flasche. 350 Milliliter steht auch bei mir im Kühlschrank. Damit kommt man halt auch eine Weile hin, ne? Also, naja, es sei denn, ich würde jetzt wirklich jeden Tag da so den Salat mit Dressing essen, würde ich wahrscheinlich eine Woche oder eine und eine halbe Woche, ne? Je nachdem, wie viel Dressing man sich reinmacht. Denn gehen wir weiter. Jetzt kommt ein bisschen Alkohol. Manga Rocca, Batida Pineapple, Pineapple. Mix with Ananas, ne? Das hat gut geschmeckt. Gibt's auch Pfand drauf? Mein Gott, wisst ihr, was ich an Pfand da habe? Ich muss mal langsam Pfand wegbringen gehen, Leute. Gucken, schaffe ich das morgen? Am Morgen wird knapp. Muss ich, oder mal Freitag oder so. Das ist echt Wahnsinn. Alkoholhaltiges Mischgetränk mit Kokosnuss und Ananas. Ananasgeschmack. Genau. Viel haben wir? 10%. Naja, 250 Milliliter, 10%. Ja, habe ich mir gegönnt. Ich glaube, im Urlaub habe ich das getrunken. Genau. Ansonsten trinke ich immer mal so ein Alkoholchen am Wochenende oder gerade so Freitagabend, ne, um die stressige Woche ausklingen zu lassen. Richtig eisgekühlt, hat lecker geschmeckt. Ich mag so dieses Batida de Coco mit Kirsch oder das war jetzt mit Ananas. Bin jetzt nicht so der Ananas-Fan, aber ja, mein Gott. Also es hat trotzdem richtig mega lecker geschmeckt. Daumen nach oben. Also ich freue mich immer, wenn ich so ein Alkoholchen in der Degusterbox habe. Ne? Da bin ich nicht böse, wenn sowas mit drin ist. Dann kommen wir, ja, das war jetzt nicht so der Knaller. Von Three Bears Overnight Oats edle Erdbeere. Es hat mir nicht so geschmeckt. Ne? Das hatte ich auch mal mit auf Arbeit gehabt, aber das habe ich mir mitgenommen. Okay, manchmal schmeiße ich es weg, manchmal nicht. Ja, so ein Overnight Oat, was man sich halt in den Kühlschrank dann stellt. Ne? Das macht man so. Das Anwendung, Zubereitung, kalte Milch oder Wasser ne? Und dann 10 Minuten quellen lassen oder halt ideale Quellzeit, 6 Stunden im Kühlschrank kurz umrühren. Ne? Das konnte man dann kalt essen am nächsten Tag, habe ich mir mit zur Mittagspause genommen. Es war in Ordnung, aber ich würde es mir jetzt nicht nachkaufen. Es ging so. Ne? Es war jetzt, ja. Na, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von dem Erdbeergeschmack. War nicht so meins. Dann kommen wir zu. Hatten wir auch schon öfters mit in der Degusta-Box von Look o Look. Candy Mix Shake. Soft Candy Mix. 22 Mal. Genau. Das ist alle geworden. Aber so eine Packung reicht bei mir ewig. Also ich esse sowas nicht gleich auf. Wie jetzt Schokolade oder ein Riegel, obwohl Schokolade teile ich mir auch ein. Weil ich bin nicht so der Gummiesser. Der Gummibärchen, Schaum, Gedöns, Fan. Und da waren hier wirklich, da war so eine Schnur drin. Dann waren so kleine Herzen drin, so Marshmallows. Oder die Dinger hier, ne? Die haben ein bisschen säuerlich geschmeckt, muss ich sagen. Die hier, die roten, die waren sehr süß. Und die Herzen haben auch recht gut geschmeckt. Ja, es war okay. Daumen nach oben, ne? Boah, geht immer mal, ne? So, ja. Ich stelle mal hier hin. Ja, genau, das kann nämlich weg. So, denn nächstes Produkt ist Lu. Genau, Lu-Kekse. Butterkekse. Das waren so Butterkekse. 130 Gramm. Also die Packung sieht ja schon mal groß aus, aber das sind immer diese Mogelpackungen, ne? Guck mal. Da war so eine Viererreihe und dann waren hier jeweils bloß immer 4 oder 6 Stück drinne. Naja, ne? Ja, würden sie so lang stehen, ne? Würden viel mehr reinpassen. Ist so, ne? Die haben sehr gut geschmeckt. Lu kennt man, ne? Butterkeks. Ich mag Butterkeks. Lecker. Zu einer Tasse Kaffee, Eiskaffee oder Cappuccino. Jetzt im Sommer Eiskaffee. Haben sie richtig lecker geschmeckt. Also Butterkekse gehen immer mal, ne, zur Kaffeezeit. Daumen nach oben. Ja, die waren aber auch ruckzuck alle, ne? Ich glaube, hier hatte man pro Fach, dann glaube ich, bloß 4 drin, würde ich behaupten. Das ist nicht viel, ne?
Und dann kosten die auch ganz schön, naja, sagen wir mal 1,99 €. Würde ich mir jetzt aber selber so nicht nachkaufen, ne? Dann war was dabei, das war ekelhaft. Bah, hat das eklig geschmeckt. Ihr kennt ja so Beefy-Roll, so, also die Beefy, die so im Brot ist, ne? Davon gibt es vegetarischer Mühlensnack im Teigmantel. Das hatte ich mitgehabt zusammen mit dem in der Pause, ne? Und den Eiskaffee. Oder? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube ja. Ach, ist auch egal. Vegetarisches Erzeugnis nach Art einer Salami, 50% auf Basis von Weizen im Teigmantel, gegart und geräuchert. Typ Salami auf Basis, na, hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Also das war eklig. Die Wurst hat nicht geschmeckt. Ja, Brot ist nun mal eklig. Also das schmeckt mir wirklich die Beefy im Brot, die Beefy Roll 10.000 Mal besser. Oder halt, es gibt ja auch von Beefy jetzt nicht direkt Beefy, sondern auch so eine Billigvariante. Schmeckt genauso lecker, ne? Und die hole ich mir auch ab und zu gerne mal. Aber das hier würde ich mir nicht nochmal holen. Das war Daumen nach unten. Das hat so ekelhaft geschmeckt. Ich würde euch das nicht empfehlen. Ja gut, Geschmäcker sind verschieden. Manch einer sagt sich, doch, die würde ich mal probiert. Oder manch einer sagt, also ich finde die lecker. Nee, ich fand die eklig. Also, nee. Dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Ging heute ein bisschen schnell, ne? Aber ja, juckt's hier. Ich will bloß nicht meinen Lippenstift verschmieren. Da traue ich mich noch nie ran. Das habe ich noch nicht probiert. Von Onkel Bens Sonnenweizen, Tomate, Basilikum, perfekt in 2 Minuten, 220 Gramm. Ich habe es noch nicht probiert. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich es meiner Mutti gebe, aber ich würde es gerne mal probieren wollen. Vielleicht mache ich das mal, wenn ich wirklich gar nichts zu Hause habe. Ne, ich vergesse einkaufen oder ich vergesse einkaufen. Was für ein Deutsch. Ich vergesse habe zu einkaufen oder wenn ich jetzt irgendwie keine Lust hatte oder wenn mal wirklich irgendwie. Dann kann ich mich mal immer noch mal rantrauen. Man kann sich ja auch dazu, gibt es ein Rezept hier dazu? Manchmal hat man ja dann auch Rezept dazu, ne? Ah ja, genau. Also hier dann ist dann halt so ein Rezept dazu, ne? Kann man sich halt, ja, noch ein bisschen was dazu packen. Oder man isst es so. Hier steht auch, warum mal, lass dich inspirieren, warum nicht mal unsere Sonnenweizen, Tomate, Basilikum als leckere Bowl mit frischem Spinat, Cherrytomaten und gegrillten Tofu-Sticks. Da Tofu gibt Tofu. Tofi. Tofu-Sticks gibt es schon mal gar nicht. Ich esse kein Tofu, wenn der Tofu ist schon wieder. Tofu. Genau. Und Tofi schon, klingt auch cool, ne? Nee, ich esse, bin Fleischesser. Ich will kein Tofu essen. Bäh, nee. Also, gut. Ich habe ich das schon mal probiert. Kann ich mir ein Urteil bilden? Ich weiß es nicht, Leute. Ich glaube, ich würde so gar nicht probieren. Gut, oder man kann es auch pur essen. Ich weiß es noch nicht, was ich damit anstellen werde. Schauen wir mal, ne? Genau, deswegen kann ich noch nichts dazu sagen. Also viele haben ja auch in den Kommentaren drunter geschrieben, bei dem Unboxing, naja, probier das mal, das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Du kannst ja noch das und das dazu machen und das dazu machen. Ja, ich bin da immer so ein bisschen, was sowas angeht, faul, ne? Ich zeig euch mal, das sieht dann auch so aus, ne? So sieht das aus. Genau. Ha, ich bin ja schon Tomate-Basilikum-Fan. Ich esse ja sowas gerne, aber ob das jetzt so. Mal gucken, ob ich es nochmal irgendwann mal probieren werde. Ja, ihr Lieben, das war die Degusta-Box vom Juni. Aufgebraucht, Revue. Ne? Hat dir dieses Video gefallen? Darfst du mir gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen? Schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren, ob ihr die Box auch hattet. Und was euch davon am besten gefallen hat, was ihr nicht so gut fand, ne? Genau. Und ja, zum Schluss blende ich die hier ein. Meine Playlist aufgebraucht und Unboxings von den Degusta-Boxen. Hier siehst du meinen Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren. Ich würde mich richtig drüber freuen. Hier siehst du nochmal das Video, wo ich die Degusta-Box unboxed habe vom Juni. Und hier siehst du den aktuellsten Upload. Und ich sage jetzt Tschüssi, es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, Hani.